Herzlich willkommen. Wir haben für euch Sonne mitgebracht. Ist das nicht ein Akt? Cool, oder? Jetzt geht's los. Denke ich mal. Oder Kevin? Dann los. To close your eyes. Some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Bettina. Valerie. Ja.
Kai Irre gespielt haben. Das ist so großartig, wenn ihr euch alle sehen könnt. Und ich glaube, das haben wir insbesondere also vielen Leuten zu verdanken, die fleißig Mundpropaganda betrieben haben. Ich weiß nicht, wer das im Einzelnen ist, aber vielen, vielen Dank an diejenigen. Genau, zum Beispiel. Ich sehe ganz viele bekannte Gesichter. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns riesig, dass dieses Projekt so groß geworden ist. Viele von euch wissen es. Das ist ein Jugendbandprojekt von Pamba e.V. Die Jungs und Mädels sind völlig freiwillig bei uns. Sie geben, wie ich das immer ja sage, den alten Säcken in der Band, also insbesondere Thomas und mir, nochmal eine Chance, irgendwie den Dreh doch noch rauszubekommen. Und es ist einfach großartig, mit, also vor dieser Kulisse zusammen mit euch hier spielen zu dürfen. Vielen, vielen Dank auch nochmal an die Veranstalter, die das ganze Ding hier aufgezogen haben. Ich finde das großartig, wir finden das großartig für Gützko. Das sollte es wirklich jedes Jahr geben, damit diese schöne Bühne ja auch genutzt wird, vor allem hinter der Kulisse. Ihr solltet das sehen, das ist groß. Ihr müsst nachher alle irgendwie mal auf die Bühne kommen, um mal den See anzugucken. Martin, redet so viel, sonst denken die Leute, wir sind fertig. Nein, sind wir nicht, ihr könnt hier bleiben. Ich rede so viel, ich das... Ach, dafür gibt's jetzt Applaus? Verstehe ich gar nicht. Ich dachte immer, man hört mir gerne zu. Martin, ich habe nicht geklatscht. Danke, Reno! Ja, wir sind Bros for life, ey, echt. Steppenwolf. Kevin! We'll be right back.
genau, von Nervling. Diese wunderbaren Musiker, die heute von 16 bis 18 Uhr uns eingehalten haben. Es war großartig, ein ganz großartiger Riesenapplaus für diese beiden wunderbaren Musiker. Das war so eine Erfahrung, das sehen zu dürfen. Ja, das ist euch peinlich, ich weiß, aber das macht gar nichts. Hier ist es nicht peinlich. Das war wirklich großartig. Und hier sehen wir. Projekt ja so, dass wir auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen haben, und zwar einen musikalischen Bildungsauftrag. Und in diesem Zusammenhang dürfen unsere Musiker in den Genuss des Punkrocks kommen. Sie haben es verdient, die Ramones zu spielen. Und ihr habt es verdient, Blitzkrieg Bob zu hören. Und ich weiß gar nicht, Marc, du bist ja... Machst du es trotzdem? Ich übernehme dafür Mutti und Papa keine Verantwortung, wenn er jetzt brüllt und seine Stimme total weg ist. Hit it, Marky! Hey! Oh! Let's go! Hey! Oh! Let's go! Hey! Oh!
Nachricht. Wenn ihr uns gut findet, schreibt uns was Nettes. Should I stay or should we go? Thank you.
zwar jetzt. Yeah.
Einblick. Ich malte die Wimper, die Brauen, ein Lächeln, wie ich es erkannte in jener Stunde. Schönheit erzählen, ich spielte den Reigen der himmlischen Tänze, wie ich es erkannte in jenen. Doch weder Bilder noch Klänge noch Wort könnte jeder schreiben, was an jenem Morgen mit mir geschehen, als ich dich gesehen. Nur in jener Nacht ein Schein aus dem Wald. Die Sonne, jeder Atemzug, jeder Schritt weit mit sich. Wie die Sonne, die Sterne, drei Punkte von dir. Jeder Luftdauer erzählt mir von dir. Jeder Atemzug, jeder Schritt trägt deinen Namen weit mit sich.
Ja. Einen großen Applaus für die Pampa Allstars! Und jetzt glaubt uns doch, glaube ich, der junge Mann von der Essensmarke-Ausgabe, dass wir tatsächlich 12 sind. Vielen Dank, Gützko, ihr wart traumhaft, ihr wart großartig. Viel, viel Spaß heute noch. Genießt das Fest, lasst die Sau raus. So, dass es nächstes Jahr das gleiche nochmal gibt.